Herzlich willkommen in Tansania. Ich versuche mich gerade durchzuschlagen zu dem See. Ich habe auch vorher gefragt, also es ist möglich. Ich sollte mir nur Schuhe anziehen. Wir haben hier gerade so einen Einheimischer und erzählt mir aus seiner Sprache, was auch immer er für eine Sprache spricht. Ich kann hier nicht zum See gehen. Aber ich komme näher. Dem Easy-See kann man übrigens nicht baden. Ich glaube, ich habe mein Ziel erreicht. Ja, ich komme nicht weiter. Hier ist alles Sumpf. So, da geht es leider nicht weiter. Wahrscheinlich, wie der eine dort gerade gesagt hat, dass es einfach hier gar nicht möglich ist hinzugehen. Und, aber für den Weg habe ich leider nicht so viel Zeit mehr. Dann wollte ich ja so gerne an den See und habe es nicht geschafft. Und schaut mal, heute haben sie mir noch den Gefallen getan und sind mit mir hierher gefahren. Jetzt sind wir hier direkt an dem See, hier wo die Fischer leben. Hier, das sind die Häuser der Fishermans. Die haben auch Tiere und der See hat gerade viel Wasser von der Regensaison. Man sieht ja, wo die Bäume stehen, ist nicht immer Wasser. Wow, das ist übrigens Salzwasser. Die angeln hier. Das machen hier Faxen. Und die Fischer wollen jetzt hier ins Wasser. Weiß nicht. Verstehe kein Wort. Ich soll ihn filmen. Alles klar. Okay. You are the fisherman. Ja, the fisherman, ja. Ah, okay. Und da ist die Frau. Da ist einer ganz faul. They are taking out the fish. Yeah, they are putting out the net. Ah, okay, the net is... Also da ist ein Netz an der anderen Seite. Und die ziehen das hier mit ihrer Muskelkraft raus aus dem Wasser. Mal gucken, ob wir es finden. Oh wei. Also ich sehe die Leine bis zu diesen Palmen dort. Hier gibt es sehr kleinen Fisch. Fisch! Einen wunderschönen guten Morgen aus Arusha. Dort ist der Mount Meru. Und heute plane ich, zu einer Kaffeeplantage zu fahren. Ihr kennt alle afrikanischen Kaffee und da geht's jetzt hin. Und wenn ich dann noch ein bisschen Zeit habe, dann will ich Arusha erkunden. Es ist jetzt morgens um 6 Uhr und hier ist schon wirklich geschäftiges Treiben in Arusha. Die Shops öffnen und... Da hinter den Wolken ist der schöne große Mount Meru. Zur Sicherheit habe ich mein Packsafe eingepackt. Hier im Raum gibt es auch keinen Tresor. Da wird jetzt alles, Kameras, Laptops und so weiter, richtig fest verschnürt. Das ist hier mit Stahlseile. Wer jetzt das Ding klauen will, der muss es mit einer Kneifzange oder irgendwie Säge machen. Das wird jetzt irgendwo angebunden, was nicht wegzutragen geht. Ganz einfach, zum Beispiel das Bett an den Bettfüßen oder an einer Heizung, an den Heizungsrohren oder ähnliches. So, ich bin jetzt zum Frühstück. Dort hinten ist das Frühstücksbuffet und die Küche, da kann man sich bestellen, welche Sorte Ei man essen möchte. Dann gibt es verschiedene warme Tomaten oder Süßkartoffeln oder Pancakes, dazu Toast, Kaffee,
Butter, Honig und so weiter. Auch Obst. So, ich sitze hier im Tuk-Tuk und fahre jetzt zur Kaffeeplantage am Abuja Airport. Mit dem Taxi hätte mich die Fahrt $20 in etwa gekostet. Und jetzt zahle ich 7000 Schilling. So, Kaffeetour allein ist nicht möglich. Also man muss immer 4 Personen sein. Oder eine Person muss für 4 bezahlen. Ja gut, dann mache ich das nicht. Und jetzt wandere ich noch ein bisschen hier im Grünen. Es ist so schön. Mein Weg ist echt weit. Ich hoffe, dass das Internet standhält, dass ich mich hier so ein bisschen navigieren kann. Wenn nicht, muss ich einfach zur Straße zurück und fahre mit dem Dalla Dalla nach Arusha. Hinter dieser Hecke sind die Kaffeepflanzen. Ich schau mal, dass ich sie euch noch zeigen kann. Die roten Beeren sind jetzt gerade reif. Die kann man jetzt ernten. So, Eintritt ist hier verboten. Aber ich will euch trotzdem die Kaffeepflanzen zeigen. Und bis jetzt ist hier niemand zu sehen. Die hier sind noch grün. Die roten, die sind inzwischen reif. Hier sind kilometerweit nur Kaffeepflanzen und sie haben die roten Bohnen dran. Die können also gleich geerntet werden. Echt, hier ist alles schwer bewacht. Seht ihr den Wachmann sitzen dahinter am Tor? Muss richtig Gold wert sein hier der Kaffee. Wow, eine coole Straße finde ich. Und hier sind rechts und links Kaffeeplantagen. Also auch hinter mir und überall Kaffee, Kaffee, Kaffee. Jetzt nochmal von ganz dicht. Da sind sie, die Kaffeebohnen. Nicht die Kaffeebohnen, die Kaffeefrüchte. Die Bohnen sind innen drinnen. So, ich gehe jetzt zum Markt in Arusha. Das ist sogar in der Nähe meines Hotels, das habe ich gar nicht gewusst. Und hier ist auch schon außerhalb des Marktes so viel los. Ist nochmal eine ganz andere Nummer als Stone Town. Und hier ist wieder so ein Tuk-Tuk. Und hier rechts weg ist mein Hotel irgendwo. Und ja, wir gehen jetzt hier auf den Markt. Als erstes wollte ich mal gucken, ob ich was zum Essen bekomme. Aber hier riecht es mega nach Fisch. Fisch muss es nicht unbedingt sein. Hier ist übrigens der Fisch, den die gestern aus dem Easy-Segel gefischt haben. Der wurde da getrocknet und ja, jetzt kann man ihn hier käuflich erwerben. Der Markt ist riesig, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verlaufe. Mambo. Mambo. Spices. So, ich sitze jetzt hier in einem Restaurant und habe mir irgendwie Kartoffeln oder Pommes mit Ei bestellt.
und danach will ich zum Maasai-Markt fahren. So sieht das Ganze aus, so ein bisschen wie ein Omelette und da gibt es dann noch eine Soße zu. Es gibt doch wirklich hier noch Handwerk. Ich sitze hier und esse und hier hinter mir kommen andauernd Menschen, die sich was nähen lassen. Die Person in Schwarz ist eine Näherin und andauernd kommt jemand vorbei, der sich irgendwas nähen lässt, wird sofort erledigt und dann geht's weiter. Ich bin wieder im Tuk-Tuk und jetzt fahre ich zum Maasai Market. Yes! Hier beim Maasai-Markt und muss jetzt hier in jeden Laden gehen, weil so wenig Leute hier sind und ja, die brauchen hier jeden Touristen. Und jeder bittet mich in seinem Laden rein hier. Und es ist überall das Gleiche, was es gibt. Es ist ein bisschen traurig, weil hier kaum Touristen sind und ja, die wollen hier alle was verkaufen und jeder ruft mich in seinen Laden rein und ich bin die Einzige, die hier langläuft. Ja, es ist ein bisschen traurig und ich bin nun ausgerechnet eine, die hier alles schon gesehen hat und alles schon hat, also wo sie kein Geschäft machen können mit mir. Ich hatte euch versprochen, den Mount Meru noch mal ohne Wolken zu zeigen. Da ist er, wartet mal. Ich drehe mal um. Da ist er. Noch ein paar Infos zum Mount Meru. Er ist der fünfthöchste Berg hier in Afrika und viele nutzen ihn zur Akklimatisierung, wenn sie auf den Kili wollen. Der Mount Meru, man sieht es ihm nicht an, der ist über 4600 Meter hoch. Ihr seht mich gar nicht. Ich wollte euch trotzdem fragen, hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Einfach Abo dalassen.